Wer ist der Eigentümer dieses Gasthauses? Ihr meint den alten Duncan. Wenn ihr Schulden eintreiben wollt, kann ich euch sagen, dass er ein Trinker ist, der keine zwei Kupfer besitzt. Dagon schickt mich. Dagon, ha? Die Zeit ist also gekommen, ja? Vom Ärger verfolgt. Und ihr wisst nicht, warum? Ich nehme an, Dagon hat euch nicht die Hälfte von dem gesagt, was ihr wissen müsst, und euch dann fortgeschickt. Nehmt's nicht zu schwer. Mit mir hat er das zweimal gemacht. Aus gutem Grund. Ich kann mir schon denken, weshalb ihr hier seid. Aber warum erzählt ihr es mir nicht einfach? Sorry, ich muss erst mal durchlesen, was sie sagen will. Als Dagon mich herschickte, war er etwas vage. Wisst ihr, was dieser Splitter ist? Spuren einer Verzauberung drauf, hat dieser aalglatte Sand gesagt, aber nichts von Bedeutung. Vermutlich Rückstände von Dämonenfeuer oder einem Magierzauber. Dämonenfeuer? Klingt ja wichtig. Und das, Sal, ist der Grund, weshalb ihr die Tische putzt und mir der Laden gehört. Diese Splitter waren magisch, ja, eine Spur, aber das hat Sand gesagt und der ist ein Narr. Jedenfalls nicht der Rede wert. Mehr sentimentaler Wert als sonst etwas. Kamt ihr den ganzen Weg hierher, um etwas über eure Mutter zu hören? Meine Mutter, was hat die damit zu tun? Ja, eure Mutter, Esmeralda. Da ihr nach den Splittern fragt. Was? Dagon behält das immer noch für sich? Ein Wunder, dass er dabei nicht platzt. Ach, aber wisst ihr, ich habe kein Recht, so zu reden. Ich denke, das ist der Grund, warum er diesen ersten Splitter vergraben hat und den anderen mir gab. Ja, das sind Splitter, sehr schön. Kann ich den anderen Splitter sehen? Hier. Ich hatte ihn immer in der Nähe. Aus irgendeinem Grund wollte ich ihn im Blick haben. Schien unscheinbar. Aber manchmal bringt die Zeit Rat. Ich ließ ihn vor langer Zeit durch Sand untersuchen, aber er hat nichts herausgefunden. Kann Sand sich das nochmal ansehen? Ein Versuch ist es wert. Aber gebt ihm nicht eine Münze im Voraus, mehr sage ich nicht. Diese Viper sollte man am besten... Ah, scheinbar komme ich gerade richtig, um die übliche Verleumdungswelle vom hiesigen Wirt abzufangen. Sand. Schön, dass ihr nüchtern genug seid, mich zu erkennen, Duncan. Durch all das Schale Bier, Essig, den leichten Schweiß, die gescheiterten Ambitionen, die ungewaschene Tunika. Ich dachte, ihr hättet schon einen Humpen zu viel für heute, aber... Ach, euer Gast hier hat den Geruch der Hafenleute an sich. Schwach, aber vorhanden. Mich dünkte schon, dass Duncan zu gute Gesellschaft pflegt. Recht hatte ich. Duncan, ihr könntet von eurem Gast etwas lernen. Verkauft ihr immer noch zwei kupferschönen Wetterzauber an die Einheimischen, Sand? Ihr schätzt mein Talent nicht. Nach allem, was ich für euch getan habe. Allein der Gedanke, ihr könntet zwei Wochen ohne mein Ale-Abführmittel leben. Ach, in der Gruft mit den anderen Niewinter-Verrätern würden sie euch verscharren. Verräter aller Schankwirte. Aber genug von euch und euren Abenteuern auf dem Tavernenboden. Ich hörte meinen Namen und seltsamerweise in einem Tonfall, der annehmen lässt, ich könnte helfen. Das ist Verwandtschaft. Ich bemerke keine Ähnlichkeit. Und wir sind wegen des Splitters hier. Beiden Splittern. Splitter? Etwa der Silberrest, den ihr mir irgendwann mal gezeigt habt? Ich hoffe, ihr wollt ihn nicht wieder verpfänden. Ich habe kein Interesse mehr. Nebenbei sagtet ihr doch, der Trödel habe sentimentalen Wert, was durchaus verständlich ist, wenn man sich euer Lokal so ansieht. Hat sich nicht euer Oheim oder Vetter oder Bruder oder so mit dem anderen Splitter davon gemacht? Ich dachte, ihr hättet nur einen. Er kehrte zurück, sozusagen. Ihr müsst euch beide nochmal ansehen. Dieses Mal richtig. Fein, na schön, gebt sie her und lasst sehen, was meine scharfen Arkanensinne feststellen. Oh. Nun, er scheint
etwas dagegen zu haben, dass man ihn ausspäht. Ganz anders als beim letzten Mal. Seid ihr sicher, dass es dieselben Splitter sind? Die Macht in ihnen. Nun, die ist eindeutig stärker als letztes Mal. Viel stärker. Ach, jetzt sind sie also magisch. Ich bezahle euch nicht für zwei falsche Erkenntniszauber, Scharlatan. Es geht nicht um Erkenntniszauber, Einkrugsäufer. Mit diesen Splittern ist etwas. Ohne ihre Geschichte zu kennen, kann ich selbst mit meinem großen Talent ihr Geheimnis nicht entfesseln. Wie konntet ihr die Magie dieser Splitter nicht spüren? Ich bemerke es, wenn ich sie nur halte. Weil er unfähig ist? Duncan, je mehr ich mit eurer Verwandtschaft rede, desto klarer wird mir, wer in eurer Familie den Verstand erbte. Da ihr den Verstand der Familie geerbt zu haben scheint, will ich ehrlich sein. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Splitter nicht so mächtig waren, als ich sie erstmals untersuchte. Vielleicht ist es etwas an euch, das sie schwingen lässt. Aber ich wüsste nicht, was es sein sollte. Gibt es Magier oder Magie, die uns helfen könnten? Sie einem anderen Magier in der Stadt zu bringen, wäre sinnlos, bis wir mehr über ihre Vergangenheit wissen. Ihr braucht einen Gelehrten. Lasst sie schnell untersuchen. Wer könnte etwas über die Geschichte der Splitter wissen? Ihr könntet versuchen, mit Eldernon zu sprechen. Aber ich glaube nicht, dass ihr ihn erreicht. Das Schwarzseeviertel ist abgeriegelt. Eldernon lebt im Schwarzseeviertel, wisst ihr? Und jetzt sitzt er dort fest. Die Wache hat alles abgeriegelt. Es kommt keiner rein oder raus. Keine Nachrichten. Selbst für die Adligen, die mal dort lebten. Ziemlich geheimnisvoll. Toll. Wahrscheinlich muss ich durch einen Flammenmauer, um reinzugelangen. Was? Ich hörte davon. Lord Dalren wurde getötet, nicht? Ich hörte Gerüchte, aber nichts Offizielles darüber, was geschah. Ich ebenfalls. Nicht nur, dass die Wache nicht davon spricht. Sie haben die Mantelturmmagi gerufen, um nachzuforschen. Das bedeutet Hexerei oder Dämonen. Dämonen? Das meiste, was ich damit zu tun hatte, waren Degens Geschichten von Schlachten im Süden beim Westhafen. Der Ärger mit dem Fürst der Schatten. Fürst der Schatten? Ein Hexenmeister, glaube ich. Hatte einige Dämonen und Schatten, die auf ihn hörten. Seltsamerweise gibt es nicht mehr viele Geschichten aus dieser Zeit von Niewinter. Aber ihr sagt, dieser Eldernon könnte mehr wissen, Sand? Also, wenn ihr nicht Mitglied der Wache seid oder einen Geheimweg ins Schwarzseeviertel kennt, habt ihr Pech. Offenbar habt ihr also keine Wahl. Ihr müsst mich die Splitter in Ruhe ansehen lassen. Dazu muss ich sie bei mir behalten. Moment! Die Wache oder ein Geheimweg? Nicht schlecht, wie die Münze auch fällt. Da ist Marshal Cormick am Stadtwachposten. Ich weiß, dass er dringend einen Schwertarm unten bei den Docks braucht. Cormick vom Fort Locke? Ja, ich hörte, er soll kürzlich nach Niewinter zurückgekehrt sein. Ziemlich überraschend bei dem Ärger, den es um Fort Locke geben soll. Glaubt mir, ihr habt ja keine Ahnung. Cormick ist ein Hafenmann. Und Hafenleute sind die nächste Verwandtschaft, die wir haben. Er kann euch vielleicht in die Wache bringen. Und von da bis zu einem Gespräch mit Eldernon ist es nicht weit. Eher tauche ich meinen Kopf in die kochende Wasser, als mich den Hunden anzuschließen. Dann müsst ihr einen anderen Weg ins Schwarzseeviertel finden. Dazu müsst ihr mit den anderen klarkommen, die Docks beherrschen wollen. Moya und ihre Bande. Tolle Idee, Duncan. Vermutlich stecken die sowieso dahinter, dass die Wache das Schwarzseeviertel abriegeln musste. Wo finde ich ihre Männer? Sie hat Schläger überall an den Docks, aber einen zu finden, der euch zu ihr bringt. Da wäre Caleb. Er wollte immer, dass ich ihm Schutzgeld zahle, bevor ich ihm von meinem Schutzzauber an dem Gebäude mit den Wächterelementaren erzählt habe. Lange Geschichte, schnelle Lösung. Caleb, vielleicht. Doch ich traue der Hafenratte nicht über den Weg. Und der Preis wird hoch, ob Leichen oder Geld. Er hat nicht gern allein das Blut an den Händen. Klingt nicht nach einem, auf den wir vertrauen sollten. Offensichtlich hattet ihr nie mit der Stadtwache in Niewinter zu tun, Kelga. Caleb ist wahrscheinlich unsere beste Chance. Gut möglich, dass ihr Caleb gleich töten wollt, wenn ihr mit ihm sprecht. Mir kommt das nur gelegen.
Aber wenn ihr mit ihm sprecht, stellt euch in seinen Windschatten. Die Stadtwache ist nichts für mich. Ich versuche es bei Caleb, auch wenn ich ein paar Leute erstechen muss. Na, solange ich mir erst ihre Geldbeutel schnappen kann. Außerdem der Wache beitreten. Uah. Wenn es sein muss, muss es sein. Aber es muss mir nicht gefallen. Ich kämpfe lieber ehrlich, als zu den Schatten zu gehören. Wo ist dieser Caleb, von dem ihr sprecht? Caleb sollte um die Ecke sein, östlich an der Hauptstraße. Folgt einfach eurer Nase. Wenn ihr euch ihm anschließen wollt, müsst ihr sicher vorher jemandem übel mitspielen. Seid gewarnt. Ich markiere beides auf eurer Karte, zur Orientierung. Also, von hier aus findet ihr sicher den Weg zum Ärger. Ich kehre zurück zu meinem einsamen Händler-Dasein. Solltet ihr meinen Sachverstand brauchen, fragt nur. Aber bringt vorsichtshalber eine Menge Gold mit. Ich glaube, da hat Zeug. Da habt ihr es. Redet mit Caleb oder Cormac. Cormac ist beim Wachposten neben der Delfinbrücke. Caleb wohnt die Straße runter, östlich an der Hauptstraße. Aber während ihr hier seid, könnt ihr euch wie zu Hause fühlen. Ihr könnt euch in der Flaschenpost ausruhen und eure Ausrüstung dort lagern, wenn ihr wollt. Eure Freunde sind auch meine Freunde. Eure Gefährten sind herzlich eingeladen, hier zu bleiben, wenn ihr selbst eine Reise antreten müsst wie die, die euch hierher geführt hat. Sie können sich hier ausruhen, wenn sie euch einmal nicht begleiten. So könnt ihr sie später leicht wiederfinden, wenn ihr Hilfe benötigt. Wie klingt das? War jemals jemand auf der Jagd nach eurem Splitter? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe ihn jahrelang hinten aufbewahrt und kaum daran gedacht, bis jetzt. Es ist merkwürdig, dass man hinter eurem Splitter her ist. Vielleicht hat er im Gegensatz zu meinem irgendeine Besonderheit, aber mein Splitter zeigte keinerlei Magie, bis der eure auftauchte. Heute nichts, lebt wohl. Duncan hat euch mit einem eigenen Raum in seiner Herberge überlassen. Er enthält eine Kiste, in der ihr überzählige Gegenstände lagern könnt. Des Weiteren könnt ihr drei Werkbänke benutzen. Wenn eure Gefährten nicht mit euch auf Reisen sind, dann warten sie hier in der Herberge zur Flaschenpost auf euch. Das heißt, wir haben hier ein Hauptquartier, kann man sagen. Bishop. Wir reden mit allen, die einen Namen haben. Aber schauen wir uns doch mal den Splitter an. Was kann er? Hey, cool. Resistenz gegen Elektro und Säure. Kommt uns nur gelegen. Oh. Toll. Naja, kriegt sie. Ich höre. Ja, wer hat sie jetzt gekriegt? Alle mir nach! Wieso geht denn das nicht? Ach, übertragen kann ich hier nicht, oder was? Ich höre. Ja. Braucht ihr etwas? Oh Gott. Habt ihr das Wort Kalakcha schon mal gehört? Kein ordentlicher Zwergenfluch, so viel steht fest. Klingt aber wie etwas, das sie ziemlich dringend suchen, was auch immer es ist. Wir haben genug geredet, gehen wir weiter. Unser Gefährte, Kelga, erwähnte Westhafen. Ich habe gehört, was dort geschehen ist. Euren Freunden, den anderen Dorfbewohnern. Der Angriff dieser Kreaturen, der euch zwang zu fliehen. Wir sind eigentlich nicht überheblich. Ich vermisse Westhafen überhaupt nicht. Trotzdem, eure Heimat zu verlassen? Manchmal vergesse ich die Bindungen, die einen an einem Ort halten. Ich und meinesgleichen, besonders jene, die der Natur lauschen, haben nicht nur eine Heimat. Egal wo wir sind, ist unsere Heimat. Mit ihren eigenen Geräuschen und Lebewesen. Pfff.
Ihr scheint euch nicht gerne zu binden. Vielleicht, vielleicht nicht. Der Sumpf zog mich einfach mehr an als andere Orte, also bin ich nicht weit über seine Grenzen hinaus gereist. Wir haben mit wenigen außerhalb unseres Zirkels zu tun. Ich habe meinesgleichen seit vielen Jahren nicht gesehen. Und mit dem Zirkel sprach ich selten. Aber gewiss sind wir nicht hier, um über meine Gefühle zu sprechen. Braucht ihr etwas? Ja, mehr Fragen? Was wollt ihr wissen?